Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen bei Detroit Become Human. Wir haben beim letzten Mal waren wir mit Kara unterwegs und der kleinen Liz und sind im Regen geflohen und die Kleine ist durchgefroren und hat uns gewissensmäßig davon abgehalten, böse Dinge zu tun. Wobei ich langsam überlege, die Klamotten hätten wir schon besser stehlen sollen, weil es rennt sie immer noch in den Androiden-Klamotten rum. Immerhin, wir waren jetzt im Haus. Wir haben in einem verlassenen Haus jetzt Unterschlupf gefunden und die Kleine schläft warm. Allerdings haben wir einen ziemlich bekloppten Androiden kennengelernt, der die Kleine auch erstmal bedroht hat, den wir aber irgendwie beschwichtigen konnten und der sich ins Nebenzimmer verzogen hat und da die Wand voll kritzelt. Hoffentlich passiert mit dem nicht noch was, der schien ein bisschen durch zu sein. Gut, als nächstes, schätze ich mal, wenn so die Reihenfolge beibehalten wird, haben wir es jetzt wieder mit Marcus zu tun und der ist ja erschossen worden, glaube ich. Keine Ahnung. Und sein Besitzer ist wohl an Herzinfarkt verstorben. Das war so der letzte Stand. Gucken wir mal, wie es weitergeht und ob es überhaupt mit Marcus weitergeht. Los, ich bin gespannt. Neu starten. Oh. Ich bin auf dem Müll gelandet. Okay, Diagnose bitte. Ich bin ein wenig kaputt, würde ich sagen. Oh mein Gott. Aha. Beeinträchtigt was? Beeinträchtigte Sicht, beschädigter Gedächtnispalast. Okay. Defekte Audiodaten beschädigt. Uff. Ich bin ziemlich kaputt. Okay. Da ist noch was. Alle Systeme in Energiesparmodus. Oh. Wie werden die überhaupt angetrieben? Strom? Atomkraft? Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Oh. Ungünstig. Beine ersetzt. Ach du Scheiße. Kriechen. Hätte das besser für mich ausgehen können? Das ist ja elend. Die haben ja einfach die Beine ausgerissen. Funktionsfähig, sehr gut. Unkompatibel. Nehmen wir. Können wir unsere Ohren auch ersetzen? Zack. Knack. Rechtes Bein funktioniert. Können wir jetzt auf einem Bein rumhüpfen? Anscheinend nicht. Wie praktisch, dass da überall Beine rumliegen. Oder sind das meine Beine? Nee, meine Beine sind es ja nicht, weil wir haben ja andere Beinkomponenten jetzt abgetrennt. Okay. Okay, das hat nicht gepasst. Anscheinend. Passend. Funktionsfähig und kompatibel. Sehr gut, nehmen wir. Hopp. Na. Aufstehen, Junge. Oh, du siehst ja elendig aus. Marcus. Zack. Wie kriegen wir dich denn wieder ganz? Komm, wenigstens können wir aufstehen.
Wo müssen wir denn hin? Wahrscheinlich in die Richtung. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Jericho. Okay. Ja, so ein Androiden-Schrottplatz ist schon irgendwie... Pervers. Okay. Wir schleichen noch mehr rum. Audioprozessor optisch. Okay. Also tut mir leid, Leute. Ein Audioprozessor wäre nett, weil das nervt schon tierisch. Was haben wir da? Ein Thirium-Pumpenregulierer. Unkompatibel. Leider Gottes. Funktionsfähig. Was? Was? Da laufen Beine! Okay, du bist anscheinend nicht... Ist das creepy? Oh mein Gott, ist das gruselig! Ich will hier weg! Da war doch gerade was. Audioprozessor, oh Gott sei Dank. Ach so einfach geht das. Zack. Ah, besser. Vielleicht doch nicht so viel besser. So, Audio wäre gut. Hier, Videoprozessor. Ich muss was sehen. Da haben wir was. Hast du Augen für mich? Funktionsfähig. Sehr gut. Blaue Iris. Das passt ja jetzt nicht unbedingt zu meinem Phänotypen, aber... Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Schön für dich. Was kann ich für Sie tun? Du kannst mir deine Augen geben. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Ja. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife Bankkonzern. Okay, sehr schön. So, mein blaues und ein dunkles Auge. Oh, cool. Stylish. So. Jetzt brauchen wir nur noch eine Pumpe. Irgendeiner von euch wird ja wohl eine Pumpe haben. Da ist was. Sag mal, können die ihre Androiden nicht anständig abschalten, bevor sie die verschrotten? Ich will noch nicht klettern, ehrlich gesagt. Ich brauche jetzt eine Pumpe. Oder kriege ich die erst oben? Also wirklich, das ist ja schon sehr pervers, wie die hier mit den Sachen umgehen. Also gerade, weil es sehr menschlich aussieht, finde ich das ethisch extremst... Du schon? Bitte nicht, bitte. Beende es. Ich will nicht mehr leben. Okay, dann nehme ich deine Pumpe.
Die hätte ich doch wiederverwenden können. Mensch. Wo bin ich denn jetzt her? Jetzt habe ich mich verlaufen. Die hätte ich doch verwenden können, die Pumpe. Funktionsfähig, sehr gut. Warte, bitte. Bitte tu das nicht. Ich will leben. Okay. Danke. Und was machen wir jetzt? Oh Gott, wenn... Ich kann doch nicht einfach ich will leben schreien. Mensch, ich brauche eine Pumpe. Ach, Mann. Inkompatibel. Ja, scheiße. Die einzig kompatible Pumpe ist halt von der. Und warum kann ich nicht die Pumpe von dem nehmen, der eh sterben wollte? Alter Falter. Ich brauche eine Pumpe. Es ist schon abartig, dass sie die nicht mal wirklich anständig abschalten. Ich kann es versuchen zu klettern, aber ich habe keine Pumpe. Vielleicht finde ich oben eine. Okay. Okay. Ohne Pumpe kein Klettern. Das habe ich mir nämlich fast gesagt. Ah, perfekt. Und ich kann überleben? Oh, da muss ich aber schnell sein, oder? Jetzt aber schnell hier. Zack, Pumpe. Okay, bin wieder heile. Oh Gott, der zuckt noch. Oh. Klettere die Anhöhe hoch. Okay, dann klettern wir mal. Jetzt sollte es ja klappen. Kämpfe, Junge, kämpfe! Das schaffen wir. Haha. Na komm schon, das packst du. Jetzt einmal Urschrei, bitte. Das nenne ich mal Selbsterhaltungstrieb hier. Was ist das? Was hast du damit vor?
heißen? Was? Na, Moment. Okay, das kann man einfach abmachen. Was mache ich falsch? Ah, ich habe es losgelassen, das hätte ich nicht tun sollen. Das kann man tatsächlich abreißen. Ach. Okay. Aha. Ach, das finde ich jetzt aber blöd, dass die Haut überall jetzt heil ist. Gerade an den Beinen. Wie kann das sein? Der Rächer im Regenmantel. Okay. Ablehnen für die Pumpe zu töten, genau. Der Androide bittet, sterben zu dürfen. Ja, den hätte ich einfach töten oder leben lassen können. Optische Einheit finden. Und mit der optischen Einheit hätte ich noch was freischalten können. Ach, guck mal. Aha. Interessant. Markus ist Badass Jesus. Vom Androiden-Schrottplatz. Okay. Uah. Das war creepy. Das war, ja, es ist auch vor allem, das war richtig pervers eigentlich. So ein Androiden-Schrottplatz, wenn du halt so Gerätschaften baust, die menschlich aussehen, dann wirkt so ein Schrottplatz davon schon ziemlich pervers, ne? Krass. Ja, aber ich bezweifle stark, dass die Androiden da einfach auf den Schrottplatz werfen und nicht abschalten. Das ist ja, wird keiner machen, glaube ich. Also das glaube ich nicht, dass die Leute das machen würden. Was ich mich jetzt die ganze Zeit frage, ist, wovon werden die angetrieben? Weil anscheinend selbst auf dem Schrottplatz scheinen noch eine Weile weiter existieren zu können. Aber was ist denn, wovon werden die angetrieben? Das wird tatsächlich super, super selten beantwortet. Also ich weiß, in Westworld, glaube ich, gibt's noch keine. Wurde noch nicht gesagt, wovon die angetrieben werden. In hier auch noch nicht. In Real Humans sind sie mit Strom betrieben. Die müssen immer wieder mal an die Steckdose sich aufladen, das weiß ich. Also die hätten ein Problem, wenn die so auf den Schrottplatz landen würden. Und was ich hier noch nicht verstehe, ist, haben die selbst reparierende Haut? Oder so? Weil der Markus war ja an den Beinen ziemlich kaputt. Man hat sich dann quasi neue Beine angesetzt. Und danach, vorhin habt ihr ja gesehen, die Beine waren komplett heil. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Das nächste Mal, wer ist denn jetzt als nächstes wieder? Als nächstes ist wieder Connor dran, ne? O'Connor mag ich eigentlich auch, aber Markus ist mir tatsächlich von allen momentan der Liebste. Den finde ich irgendwie ziemlich cool. Fragt mich nicht, woran es liegt, aber seine Story interessiert mich am meisten bisher. Wobei die Kara mag ich auch. Da kann ich mich austoben und Leute umbringen. Nein, so meine ich das nicht. Aber Markus ist von den drei Charakteren momentan mein Liebling. Irgendwie. Vielleicht, weil ich mir jetzt die ganze Zeit so viel Sorgen um ihn gemacht habe. Aber er ist ja wieder da. Yay! Gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann wahrscheinlich... Ja. Genau. mit Connor. Genau. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao.